Herzlich willkommen bei Nachgefragt. Gast ist heute Walfried Reismann. Walfried Reismann war jahrzehntelang Society-Reporter in Österreich, vom Kurier über Hörzu zur ganzen Woche. Und Sie haben nichts auslassen. Sie haben jetzt ein Buch herausgegeben, was da so alles passiert ist. Sie wohnen in Podersdorf und im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, mir war einfach fad und da habe ich sozusagen meine Erinnerungen geschrieben. Fad war man nicht, aber ich fühlte mich nicht ganz ausgelastet. Und vor allem war es die Distanz vom Geschehen. Ja, ich war immer ein Reporter, der auf dem Puls der Zeit gearbeitet hat und immer mitten im Geschehen war. Und jetzt plötzlich aus der Distanz habe ich viele, viele Entwicklungen als erschreckend empfunden und gravierend. Und das hat mich bewogen, vieles festzuhalten, was schon verloren gegangen ist, und auf manches hinzuweisen, was meiner Ansicht nach absurd ist in der Entwicklung und in der geänderten Wertigkeit. Herr Reismann, lassen Sie uns eintauchen in die Welt der großen Schauspieler und der Knackpost sozusagen. Sie gehen es ja gleich kräftig an mit einem knackigen Po. Meine Frau war entsetzt, wie sie das Bild gesehen hat. Und ich, aber es war meine Erfindung. Es ist ja ein Rückblick auf Ihre Arbeit. Sie haben mit großen Namen jetzt auf der Bühne zu tun gehabt, ja. Otto Schenk bis Robert Redford. Aber Sie waren auch Chronikreporter, unter anderem beim Kurier oder bei Blättern in Wien, wo man halt auch in der Halbwelt zu tun hatte. Das hat jetzt nichts mit dem Po zu tun, aber eben nicht nur in der Halbwelt, sondern... Das ist ein hochanständiger Popo übrigens, ja. Also davon gehe ich aus, wir würden nie nicht anständige Popos im Fernsehen zeigen. Blickt man da mit Wehmut zurück auf die Zeit jetzt oder hat man da ein bisschen mitgenascht auch? Man hat gründlich, ich will nicht sagen hautnah, aber gründlich recherchiert. Ja. Was sagt da die Frau dazu, wenn man also so mit viel nackter Haut zu tun gehabt hat oder zu tun hat? Meine Frau war sehr eifersüchtig, ja. Aber sie hatte keinen Grund, denn ich bin ein relativ treuer Ehemann. Ein relativ treuer Ehemann, eigentlich schon ein ganz treuer Ehemann. Sie bieten in Ihrem Buch sehr, sehr viele Schmankerln und Ereignisse mit großen Namen, von Robert Redford bis zu österreichischen großen Schauspielern Kurt Jürgens. Sie schildern, wie der Kurt Jürgens einer seiner vielen Ehefrauen abwatschend und sie dann entschuldigt natürlich, weil das natürlich auf keinen Fall geht, dass ein No-Go ist. Hat es manchmal Anrufe gegeben jetzt von Leuten, die beschrieben waren und die dann zu Ihnen gesagt haben, heißt, reiß dich zusammen ein bisschen, das geht nicht, was du da schreibst. Es gab schon solche Anrufe, aber diese Anrufe waren unberechtigt, meiner Ansicht nach. Ich hatte zu vielen großen und bedeutenden Künstlern und Schauspielern ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Nicht zuletzt deshalb, weil ich war elf Jahre Chefreporter der TV-Illustrierten Hör zu. Das war die größte Wochenzeitschrift Europas. Und da fiel es uns nicht schwer, Freundschaften zu schließen, weil wir eigentlich die jungen Talente haben wir aufgebaut und die älteren, arrivierten Stars haben wir sehr freundlich und vorteilhaft dargestellt. Wenn Sie sagen, dass Sie Freundschaften geschlossen haben mit den großen Stars, berichtet man dann noch so wie aus der Distanz oder hat man da ein bisschen Hemmungen, jetzt auch Dinge zu schreiben, vielleicht, die man schreiben muss, weil es die Leser interessiert, aber die denen unangenehm sind, die es betrifft, nämlich die Schauspielerinnen und Schauspieler selbst. Also Sie sagen ja auch zum Beispiel, Schauspielerinnen sind selten besser als ihr Ruf. Ja, das ist richtig, ja. Haben Sie einen bestimmten Namen jetzt im Visier? Ich denke, wahrscheinlich spielen Sie da auf das Interview mit Marisa Mell an, ja. Mhm. Die habe ich interviewt, sie hat ja in Rom zuletzt gelebt und war in der in ihrer steirischen Heimat auf Urlaub und hatte kurz zuvor in der Bild-Zeitung
eine große Serie mit ihren ehemaligen Liebhabern und Freunden, 17 an der Zahl. Und ich habe sie und unser Gespräch, es ging um die Moral. Ja? Und sie hat mir sehr plausibel, hat mir eigentlich sehr plausibel zu verstehen gegeben, dass sie eine sehr moralische Frau ist und sehr, sehr viel von Moral hält. Und sie konnte das mir auch beweisen. Ja? Also wenn man es trennen kann von 17 Liebhabern, dann nein. Ist es ein Kunststück. Erstens hat sie gesagt, es waren von den 17 Liebhabern waren eigentlich nur 5 sündige Verhältnisse, ja, unter Anführungszeichen. Und habe gesagt, na ja, gut, aber das waren ja verheiratete Leute, verheiratete Männer. Hat sie gemeint, ja, aber die Ehefrauen haben davon gewusst, ja, und waren damit so quasi, haben sich arrangiert und waren einverstanden, ja. Das heißt, die Geschichte von der Moral und von 17 Liebhabern, aber derartige Geschichten gibt es zuhauf in diesem Buch, man muss einfach lesen. Ja. Gibt es in den Buchhandlungen, ja. Unter anderem im Burgenland. Walfried Reismann, ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja. Und wird es eine Fortsetzung geben? Weiß man nicht, vielleicht. Das weiß ich nicht. Darf ich noch ein ganz kurzes Statement geben? Ganz kurz, bitte. Ja. Der Begriff Society Reporter ist nicht ganz zutreffend, denn meine Geschichten über Prominenz, die waren vielleicht von den 10.000 Artikel, die ich, 10.000 habe ich sicher geschrieben, da waren vielleicht also ein verschwindender Bruchteil, waren also der Prominenz gewidmet. Sonst habe ich also doch sehr, sehr viel im Profil und in der ganzen Woche, 19 Jahre, alle Serien geschrieben und so weiter. Also Society Reporter ist nicht ganz richtig. Das möchte ich nur gesagt haben, ja. Walfried Reismann zu Gast, ihn nachgefragt, Autor des Buches Zeitenblicke, mit einem Rückblick auf Jahrzehnte österreichischen Kulturschaffens, von den Schauspielern über die Halbwelt bis zu den Damen, die wenig anhaben. All das findet sich im Buch. Danke fürs Gespräch, danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Ich danke.